Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, sehr geehrte Ministerin von der Decken, sehr geehrte Frau Ministerin Nonnenmacher, sehr geehrte Präsidenten, Vorsitzende der verschiedensten Verbände und Organisationen, die heute hier sind, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen meiner Vorstandskolleginnen und Kollegen und unserer Mitgliedsverbände ganz herzlich zum Spielfach-Fachärztetag 2024 hier in Berlin begrüßen und begrüße natürlich auch alle, die uns online zugeschaltet sind. Ganz besonders begrüße ich natürlich unseren Bundesminister für Gesundheit, Herrn Prof. Dr. Karl Lauterbach. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier persönlich anwesend sind. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages habe ich alle schon begrüßt, möchte ich jetzt nicht im Einzelnen wiederholen. Ich freue mich sehr, dass die unparteiische Vorsitzende, eine der unparteiischen Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses hier bei uns ist. Ich grüße Frau Karin Mark. Ich freue mich sehr, dass der Präsident der Bundesärztekammer heute hier ist, Klaus Reinhardt, herzlich willkommen. Ebenso unsere Vizepräsidentin Ellen Lundershausen. Stellvertretend für die Kassenärztlichen Vereinigungen möchte ich den Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung begrüßen, Herrn Gassen, Herrn Hofmeister, Frau Steiner und natürlich alle KV-Vorstände, die heute hier sind und online zugeschaltet sind. Für die Kassenseite begrüße ich stellvertretenden Franz Knieps als Vertreter des Dachverbandes der Betriebskrankenkassen, als Stellvertreter für alle anwesenden Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands vertritt 165.000 Fachärztinnen und Fachärzte in Klinik und Praxis. Und der Spitzenverband Fachärzte hat mit seinen 36 Mitgliedsverbänden fast zwei Drittel dieser Ärztinnen und Ärzte organisiert. Und diese Ärztinnen und Ärzte sind beunruhigt. In den Kliniken wartet man auf eine jetzt schon lange angekündigte und unzweifelhaft notwendige Krankenhausreform. Patientinnen und Patienten sind beunruhigt, weil sie nicht wissen, überlebt meine Klinik vor Ort. Krankenhausärztinnen und Ärzte sind beunruhigt, weil sie auch nicht wissen, überlebt meine Abteilung, die Größe meiner Abteilung, was passiert mit mir persönlich, wie wird es mit mir weitergehen. Die Weiterbildungsassistenten und Assistenten sind beunruhigt, weil sie nicht wissen, wird meine Weiterbildung an dieser Stelle fortgeführt werden können oder muss ich dann nochmal wechseln. Was passiert überhaupt in diesem Bereich Weiterbildung, wenn sich die Dinge verändern? Die Unruhe ist also groß, alle warten auf Antworten und es zieht sich jetzt schon eine ganze Weile hin, Länder und Bund und alle streiten und sind sich nicht einig. Wir brauchen aber eine Krankenhausreform und die muss aus einem Guss sein und sie muss vor allem eines erfüllen, sie muss die weiteren Reformthemen, die bereits angestoßen sind, wie die Ambulantisierung bisher noch stationär erbrachter Leistungen, mit dieser Krankenhausreform notwendigerweise verzahnen. Wir können uns auch schon finanziell eine scheibchenweise stattfindende Krankenhausreform gar nicht leisten, sondern wir brauchen die Ambulantisierung jetzt und wir brauchen sie umfassend und wir brauchen sie natürlich auch finanziert. Genauso muss das einhergehen mit einer Reform der Notfalldienste, denn auch diese werden Abteilungsgrößen etc. beeinflussen und auch das muss in einem Guss mit der Krankenhausreform passieren, auch möglichst umfassend und genau. Das wird, und das ist ja mittlerweile auch bekannt geworden, logischerweise Transformationskosten verursachen, Strukturveränderungen kosten Geld. Auch in anderen Ländern, wo man das gemacht hat, wenn man Dänemark sieht, hat das natürlich Geld gekostet. Hier ist die Rede von 50 Milliarden über 10 Jahre, die dafür ausgewiesen werden sollen, teilweise aus dem Gesundheitsfonds zu finanzieren, was natürlich bedeutet, dass die Länder da entlastet werden, deren Aufgabe es eigentlich wäre, ja Strukturkosten im stationären Bereich zu bezahlen. Eine solche Transformation mit Ambulantisierung, Reform der Notfallstruktur wird logischerweise auch im ambulanten Bereich enorme Veränderungen herbeiführen. Auch dort werden Transformationskosten entstehen. Nur ich habe noch kein Wort gehört, wie diese Transformationskosten dort finanziert werden sollen. Und wenn die einen aus dem Gesundheitsfonds finanziert werden für ihre Transformation, dann erwarte ich auch, dass für den Bereich der ambulantisierten Medizin, die dann im niedergelassenen Bereich zur Veränderung führt, auch eine entsprechende Strukturfinanzierung stattfinden muss.
Neue Strukturen werden entstehen, hybrides Arbeiten, und damit meine ich jetzt nicht ein Online-Arbeiten à la Homeoffice, sondern ich meine damit ein Arbeiten im Krankenhaus und in der Niederlassung. Auch das ist etwas, was kommen wird, notwendigerweise kommen muss. Dafür reichen aber die zur Verfügung stehenden gesetzlichen Instrumente des SGB V bei weitem nicht aus. Was wir dringend brauchen, und das könnte man jetzt auch noch im Versorgungsgesetz 1 unterbringen, wir brauchen eine Statusdefinierung oder Definition des niedergelassenen Arztes in der stationären Versorgung. Also immer dann, wenn ein niedergelassener Arzt stationäre Leistungen erbringt in einer Hauptabteilung, in einem Krankenhaus, dann muss er dafür auch einen Status haben, denn ansonsten, und das ist ja die Vergangenheit, die wir hoffentlich dann hinter uns lassen können, steht uns der Paragraph 299a des Strafgesetzbuches immer entgegen und dann ist das immer Korruption und das ist im Moment der größte Hemmschuh einer besseren Verzahnung zwischen ambulant und stationär, die wir heute schon machen könnten, wenn wir diese Hemmschuhe nicht hätten. Heute können sie nur als Teilanstellung arbeiten, das möchte aber eigentlich niemand und deswegen muss dieser Hemmschuh muss beseitigt werden und möglichst schnell, damit wir hier auch zu einem dynamischen Veränderungsprozess in den niedergelassenen Strukturen kommen. Ansonsten käme es zu massiven Leistungseinschränkungen, zu riesen Terminproblemen, Wartelistenmedizin für unsere Patientinnen und Patienten und das muss nicht sein. Denn das Ganze spielt sich ja vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, insbesondere auch bei Ärztinnen und Ärzten ab. Wir werden eine riesige Zurruhesetzungswelle in den nächsten Jahren haben. Die müssen wir im Grunde genommen verhindern, indem wir die Bedingungen so schaffen, dass wir es schaffen, dass möglichst viele Ärztinnen und Ärzte möglichst lange im Beruf bleiben. Und dass wir alle einen tollen Beruf haben, das wissen wir und wir arbeiten ja im Grunde alle sehr, sehr gerne. Und wir würden auch bis 70 arbeiten. Aber nicht, wenn ich jeden Tag einen neuen Knüppel zwischen die Beine geworfen bekomme von irgendeiner Seite, dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr und dann gehe ich in Frührente. Und das müssen wir verhindern. Denn als ich, habe nochmal nachgeguckt, vor 12 Jahren zum ersten Mal das Wort Ärztemangel in den Mund genommen habe, wurden wir von allen verlacht. Wir haben mit Herrn Wille damals ein Gutachten gemacht zum zukünftigen Bedarf der Medizin. Das hat sich damals schon herausgestellt. Der medizinische Bedarf wird natürlich steigen mit der demografischen Veränderung der Patientinnen und Patienten und des medizinischen Fortschritts. Hätten wir vor 12 Jahren die Studienplätze ausgeworfen, die 5.000, die Herr Minister und wir wollen, dann hätten wir heute, könnten wir heute hier den ersten Hausarzt oder Facharzt begrüßen, der aus dieser Quelle gekommen wäre. Aber wir sind hier im Konjunktiv, wir haben es nicht gemacht oder man hat es nicht gemacht. Wir werden also durch dieses Tal gehen und um dieses Tal des Ärztemangels zu überwinden, müssen wir versuchen, jede Kollegin, jeden Kollegen, solange es nur irgendwie geht, in Arbeit zu halten. Und das sollte dann einem 70-Jährigen noch Spaß machen, weil ansonsten kümmert er sich lieber um seine Enkelkinder. Ein wesentliches Instrument dazu wäre es, die völlig aus dem Ruder gelaufen, völlig ungerechte, fachgruppenungerecht und auch bundesländerungerecht betreffende die Budgetierung zu beenden. Die Budgetierung ist ein Niederlassungshindernis, es ist gar kein Instrument mehr, es ist einfach nur noch eine persistente Ungerechtigkeit, die wir in unserem System haben. Es ist keinem Menschen zu erklären, warum ein Hausarzt irgendwo 106% bezahlt bekommt, an einen Facharzt irgendwo 96%, aber es auch Fachärzte und Hausärzte gibt in manchen Bundesländern, die nur 77% bezahlt bekommen oder in Thüringen die Fachärzte auch nur 77%. Also es ist nur noch ungerecht, das Ding muss weg. Wir müssen es ersetzen durch eine intelligente Patientensteuerung. So wie sich die meisten Gutachter und auch Vorschläge, Eckpunkte zum Beispiel für die Notfallreform ja schon vorsehen. Da läuft das ja schon, eigentlich sind wir uns ja alle einig, also wir können das eigentlich auch bald umsetzen, sind wir uns eigentlich einig, dass wir diese Patientensteuerung dort brauchen und auch alle haben wollen. Die Modalitäten muss man sich dann jetzt nochmal anschauen und dann muss man es machen. Das können wir aber auch im niedergelassenen Bereich jederzeit machen, Patientensteuerung. Zum Beispiel könnten wir die Überweisungen privilegieren, denn wenn ein Patient bereits von einem Arzt, von einer Ärztin gesehen worden ist und der Bedarf einer fachärztlichen Untersuchung festgestellt wurde, dann gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund mehr zu sagen, diese bereits notwendige und festgestellte Untersuchung und Diagnostik sollte budgetiert werden. Warum denn? Außer man sagt, man möchte gerne Zwangsrabatte erheben, wie so ein Checkpoint in Afrika. Das ist doch nicht gerecht, das ist doch nicht gerecht, das ist doch unverschämt. Da müssen wir ran, die Überweisung muss so privilegiert werden, dass sie entbudgetiert wird. Wir brauchen Termine für unsere Patientinnen und Patienten. Und am Ende des Tages werden wir aber auch die Patientinnen und Patienten mit in die Verantwortung nehmen müssen. Wir werden die medizinischen Leistungen, die wir noch erbringen können, in einem
begrenzten System, weil wir einfach Mangel an Ärztinnen und Ärzten und auch an Mitarbeiterinnen haben. Wir müssen es konzentrieren auf die Menschen, die wirklich krank sind. Wir müssen uns befreien von der Behandlung von Befindlichkeitsstörungen. Das geht zum Beispiel über die Privilegierung der Überweisung. Wir müssen aber auch Terminschwänzer mit an den Kosten beteiligen. Wir können es uns nicht mehr leisten, dass Menschen Termine blockieren und sie dann nicht wahrnehmen. Das wird als Ungerechtigkeit für die echt Kranken zu empfinden sein und dann auch zu sanktionieren sein. Letztes Thema, Fachkräftemangel. Auch das ist ein wichtiges Thema für uns. Das ist jetzt dann weniger ein Appell an die Politik, sondern das ist ein Appell an die Krankenkassen. Liebe Krankenkassen, seien Sie doch so fair und finanzieren unsere medizinischen Fachangestellten, unser Pflegepersonal, genauso gut wie Ihre Sozialversicherungsfachangestellten. Wir reden viel von Entbürokratisierung, aber wir bezahlen die Verwaltung besser als diejenigen, die am Patienten arbeiten. Und das geht nicht. Und zu guter Letzt noch ein Appell auch an den Minister. Bitte bedenken Sie bei der Krankenhausreform unsere jungen Kolleginnen und Kollegen in der Weiterbildung. Wir müssen mit einer Krankenhausreform auch die Finanzierung von Weiterbildung in Deutschland regeln. Weil wenn wir hybrid arbeiten, wenn wir die Sektorengrenzen aufheben und Weiterbildung auch über diese Sektorengrenzen notwendigerweise dann ja funktionieren muss, dann muss sie auch so finanziert werden, dass unsere jungen Kolleginnen und Kollegen sicher sein können, sie bekommen eine vollständige Weiterbildung, die auch vollständig finanziert ist. Denn dann haben wir einen Anreiz auch für die Jungen, diesen wunderbaren Beruf wieder zu ergreifen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und Herr Minister, Sie haben das Wort.